Hemis orbicularis, die europäische Sumpfschildkröte, ist die einzige heimische Schildkrötenart nördlich der Alpen und lebt bevorzugt im Wasser. Die deutsche Artbezeichnung europäische Sumpfschildkröte für Hemis orbicularis ist in zweierlei Hinsicht sehr irreführend. Zum einen betrifft das Verbreitungsgebiet nicht nur Deutschland und Griechenland, wie diese Aufnahmen zeigen, sondern weitere große Teile West-, Mittel- und Osteuropas, große Teile Nordafrikas und Teile Zentralasiens. Zum anderen bevölkert die Sumpfschildkröte nicht nur Sümpfe, sondern auch waldige und bergige Gewässer. Die europäische Sumpfschildkröte ernährt sich in erster Linie von tierischer Kost, obwohl hin und wieder auch Pflanzen verzehrt werden. Zur Nahrung zählen Würmer, Mollusken, Krebse, Insekten, Insektenlarven und Spinnentiere. Auch werden Fische, Amphibien, deren Laich und Larven oder, so wie hier zu sehen ist, Aas verzehrt. Bevorzugt wird die Nahrung im Wasser aufgenommen, da diese dort besser geschluckt werden kann. Hemis orbicularis zählt zu den Reptilien und ist neben den Echsen, Krokodilen und Schlangen als wechselwarmes Tier in besonderer Weise von der Sonne abhängig, um den Stoffwechsel zu regulieren. Bei kühlen Temperaturen wärmen sich diese sogenannten Kaltblüter auf. Bei zu großer Wärme ziehen sich die Tiere in den Schatten zurück. Die europäische Sumpfschildkröte bevorzugt aus diesem Grund flache, stehende Gewässer, die sonnenexponiert sind, also viel Sonne und Wärme bieten, sodass die Tiere sich schnell erwärmen können. Allerdings müssen auch Rückzugsmöglichkeiten in tiefere, kühlere und ständig wasserführende Fließgewässer vorhanden sein. In stark fließenden Gewässern ist der Energieverbrauch der Tiere allerdings deutlich höher, da diese kühler sind und das Tauchen und Schwimmen bei Strömung mehr Kraftaufwand bedeutet. Für einen geeigneten Lebensraum darf außerdem die Pflanzenbewucherung am Ufer nicht zu stark sein, da dann die Beschattung zu groß ist und auch Plätze zur Eiablage fehlen. Allerdings bieten Gewässer ohne Vegetation keine Deckungsmöglichkeiten und Schutz vor möglichen Fressfeinden. Färbung und Zeichnung der europäischen Sumpfschildkröte sind generell dunkelbraun bis schwarz mit weißen oder gelblichen Punkten oder Strichen. Die durchschnittliche Panzerlänge beträgt ca. 23 cm. Somit zählt Hemis orbicularis zu den mittelgroßen bis kleinen Schildkrötenarten. Sowohl die Größe als auch die Färbung innerhalb der 13 Unterarten variieren stark. Einen großen Einfluss darauf nehmen die klimatischen Verhältnisse und das Nahrungsangebot. Hauptsächlich durch menschliche Einflüsse wurde die europäische Sumpfschildkröte stark zurückgedrängt und gilt als eine vom Aussterben bedrohte Art. Sie verdient besonderen Schutz.